Wer ist Miss Krypto und was sind Ihre Gedanken zu dem Thema Vivi und auch Ekomi? Dieses Thema behandeln wir heute im 11. Podcast. Und wenn du das Ganze auf jeden Fall hier auf YouTube nicht hören möchtest, sondern auf Spotify oder auch auf Soundcloud, wo es einfach deutlich besser ist zum Podcast hören, dann findest du auf jeden Fall die Links dazu unten in der Beschreibung. Ansonsten findest du natürlich auch den YouTube-Kanal von der guten Miss Krypto unten in der Videobeschreibung. Schaut da auf jeden Fall sehr gerne vorbei. Und wenn dir auf jeden Fall solche Podcasts gefallen und du auf jeden Fall mehr von solchen Folgen sehen möchtest, dann gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like und schreib mir auch sehr gerne einen Kommentar. Jetzt würde ich aber auf jeden Fall sagen, let's go ab in den Podcast. Willkommen an Bord, liebe ViviFam, heute der nächste Podcast und das mit einem Special Guest und zwar nämlich die guten Miss Crypto. Ich habe schon vor wirklich mehreren Monaten hier eine Anfrage gestellt bei ihr. Jetzt hat es endlich geklappt und ich freue mich wirklich riesig, dich hier zu haben. Herzlich willkommen und ja, schön, dass du da bist. Hallo Simon, vielen, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, dass es auch endlich geklappt hat. Wer bist du denn überhaupt? Was machst du denn eigentlich? Das jetzt mal als ja doch relativ große Frage vielleicht zum Anfang. Genau, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Wer mich noch nicht kennt, ich heiße Steffi, ich bin 28 Jahre alt und mir gehört der YouTube-Kanal Miss Krypto, den ich 2021 gestartet habe. Ja, der Name verrät schon sehr viel. Mich fasziniert Krypto, mich begeistert Krypto und ich recherchiere ganz, ganz viele verschiedene Projekte, verschiedene Use Cases und Anwendungsmöglichkeiten und die stelle ich dann auf meinem YouTube-Kanal vor, um einfach andere Menschen zu begeistern, von dieser Technologie und der Vermögensklasse zu faszinieren, anzustecken und auch darüber zu informieren. Und ja, Vivi Omi ist auf jeden Fall auch dabei gewesen. Genau, und das ist natürlich auch das heutige Thema mit unter anderem. Natürlich auch du so ein bisschen als Person, denn du bist natürlich als Frau, muss man ganz klar sagen, ziemlich unterrepräsentiert in der gesamten Branche, sei es jetzt nur Krypto oder auch NFTs. Und deswegen war ich ehrlich gesagt auch so hartnäckig, weil ich einfach gerne jemanden interviewen wollte, der halt einfach, kann man wirklich so sagen, etwas Besonderes ist in diesem Space. Also für mich persönlich jedenfalls. Ich kenne sehr, sehr wenige Frauen in diesem Space und das macht es eigentlich so interessant. Deswegen haben wir auf jeden Fall heute ein paar Fragen zu Vivi, ein paar Fragen zu Ekomi und natürlich auch zu dir als Person. Und wie bist du überhaupt zu YouTube gekommen? Also gab es da irgendwie einen Punkt, wo du gesagt hast, hey, das interessiert mich einfach, ich möchte da den Leuten Mehrwert bieten oder was war da für dich so die Intuition, da YouTube zu machen? Also mit YouTube direkt hatte ich vorher überhaupt noch nichts am Hut. Mal so just for fun irgendwelche Sachen hochgeladen, mich damit befasst, klar. Als ich auf Krypto Ende 2020 gekommen bin, war für mich klar, ich möchte das Wissen einfach teilen, mit dem ich mich selber gerade beschäftige. Und YouTube, du kennst es selber, das ist einfach eine Plattform, die unglaublich geringe Einstiegsmöglichkeiten bildet. Du kannst von heute auf morgen Content kreieren und hochstellen und auch damit ganz, ganz viele verschiedene Menschen erreichen, eben nicht nur Entwickler, nicht nur Leute, die schon in diesem Bereich da sind, sondern wirklich, ja, viele, viele Menschen von verschiedene Altersgruppen, ist verschieden, jetzt immer auch Frauen, Männer, ist es völlig irrelevant. Und ich habe mich für YouTube entschieden, ja, weil es einfach unglaublich viele Möglichkeiten bietet. Du hast gerade schon gesagt, du bist seit Ende 2020 hast du dich mit Krypto erstmal beschäftigt? Ist es auch der Zeitpunkt, wo du das erste Mal investiert hast? In Krypto ja. Ist tatsächlich so, ich habe ja was völlig anderes vorher gemacht und als ich dann eben gesagt habe, Krypto ist es, Krypto fasziniert mich. Ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Ich wollte das Thema verstehen, ich wollte das Thema begreifen. Und für mich auch ganz wichtig, wenn ich in etwas investiere, möchte ich etwas finden, eine Anlageklasse, die zu mir persönlich passt als Anleger, womit ich mich identifizieren kann. Und Krypto war für mich die erste Anlageklasse, wo ich gesagt habe, ja, das ist es. Ich möchte es verstehen, ich beschäftige mich damit, es interessiert mich. Und ich halte dadurch auch die Chancen, dass ich daraus, ja, dass ich daraus auch eines Tages profitieren kann und auch in der Form teilnehmen kann, höher, weil, ja, weil ich sage, ich stehe dahinter, das passt einfach. Genau. Wie bist du denn zu Krypto gekommen? Also ich weiß ja, du bist ja auch so in der medizinischen bzw. in der gesundheitlichen Branche drin. Das ist ja bei mir tatsächlich genau derselbe Fall. Und ich muss sagen, also meine Kollegen und auch Ärzte und so weiter, die hatten häufig sowas mit Investieren angeht, ziemlich wenig im Hut, so was ich immer mitbekommen habe. Wie bist du? Du bist ja, du kannst ja kurz mal sagen, wenn du willst, was du eigentlich bist. Also von Beruf her. Also ich habe Medizin studiert. Ich war dann auch als Angestellte, also ich habe im Grunde eigentlich alles durchgemacht innerhalb von 3 Jahren.
Ich war im Krankenhaus tätig eine kurze Zeit lang, habe dann parallel entschieden, ich möchte einen anderen Weg gehen. Ich habe mich in der Praxis dann selbstständig gemacht, nebenbei tätig, habe eigene Therapiekonzepte entwickelt, also das ist völlig was anderes. Habe dann mich auch parallel in der Praxis anstellen lassen und habe mich da einfach wirklich mit verschiedenen Schulmedizin, anderen Methoden, also eigentlich alles so, was es gibt, befasst. Und ja, natürlich derzeit weniger mit Thema Finanzen und Investment, weil da ganz andere Themen im Vordergrund standen. Ich wollte einfach das Bestmöglichste für meine Patienten erreichen. Und ja, du kennst es dann wahrscheinlich selber sehr gut, dass dann alles andere erstmal auf der Strecke geblieben ist. Absolut, ja. Also ich muss sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin ehrlich gesagt nur über Freunde zu Krypto gekommen. Wie war es bei dir? Wie bist du zu Krypto gekommen? Ja, es ist so, dass ja, ich glaube, diese Zeit 2020, 2021 ging es ja auch schon, war so die erste Bullenzeit, wo ich auch tatsächlich ja eingestiegen bin. Und ja, du sagst es schon, es ist irgendwie Hören, Sagen, man hat irgendwie schon immer von Kryptowährungen gehört, aber man befasst sich dann, ich habe mich dann das erste Mal wirklich so richtig damit auseinandergesetzt. Ich habe, glaube ich, auch das Buch von Horst Kryptowährungen in die Hand bekommen. Und bei mir ist das Problem, also Fluch und Segen zugleich, wenn ich etwas lese, was mich interessiert, dann möchte ich es ja, möchte ich es weiterverfolgen. Ich habe plötzlich wirklich gebrannt dafür. Und ja, so bin ich tatsächlich zur Krypto gekommen. Das ist wirklich durch Zufall und es hat mich gefunden. Ich habe es gar nicht persönlich gesucht. Ich habe dann auch meine Praxis dann ja, aufgegeben, ganz bewusst und habe mich entschieden, eben den YouTube-Kanal zu gründen. Interessante Story, muss man wirklich sagen. Also auch der Weg, wie, dass du einfach selber da für dich diese Chance erkannt hast. Ich glaube, da gibt es sehr wenige Leute, die das so von sich selbst aus machen. Viele machen das ja über Freunde und dann schau doch mal und hier und da und da. Und du hast es dir selber angeeignet. Also das muss man wirklich sagen, sehr, sehr spannend. Und was hat dich vielleicht so als Frau, beziehungsweise was hat dich als Person, sagen wir es mal so, eher an dieser ganzen Thematik interessiert? Waren es jetzt wirklich rein die Renditen oder waren es auch die Projekte, die dahinter waren, die einfach sehr interessant sind für die Zukunft? Also es ist für mich tatsächlich vorrangig wirklich die Technologie gewesen, dieses Potenzial dahinter, dass es sekundär eine Anlageklasse auch bietet für die Zukunft. Das war für mich wirklich erstmal, das kam dann hinten ran. Mich hat es einfach begeistert, dass du mit einer einzigen Technologie unglaublich viele Branchen, eben auch die Gesundheitsbranche, die Gamingbranche, NFT, die Finanzbranche umkrempeln kannst. Und ich bin immer schon Fan von, ja, von Innovation gewesen. Und ja, was bietet sich da besser an als ja, die Kryptotechnologie, die bisher noch so early ist? Absolut, also da kann man wirklich sagen, wenn man sich anschaut, wie viele Leute da tatsächlich noch keine Ahnung haben, maximal vielleicht von Bitcoin gehört haben, dann kann man wirklich feststellen, dass man noch ziemlich früh ist. Das ist absolut richtig. Aber kommen wir nochmal auf einen anderen Punkt zu sprechen. Warum denkst du, haben wir, beziehungsweise du kannst es vielleicht als Frau besser beurteilen, warum haben wir eigentlich so wenig Frauen im Kryptospace? Also mich persönlich stört das ein bisschen, weil ich meine, jedes Geschlecht hat immer unterschiedliche Ideen oder auch mal unterschiedliche Ansätze und da finde ich, fehlt einfach teilweise ein bisschen das Feminine, muss man wirklich sagen, im Krypto- wie auch NFT-Space. Wo denkst du, ist da der Haken? Also ich wusste das ehrlich, also als ich mit Krypto angefangen habe, ich wusste das gar nicht, dass die Frauen so wenig vertreten sind, finde ich echt total schade. Und bin ich dafür, dass sich das ändert, weil es einfach, ja, weil es einfach genial ist. Und ich kann mir gut vorstellen, woran das liegt. Ja, dass mit Kryptowährungen zu stark noch Technologie und Finanzen assoziiert werden und das vielleicht die ein oder andere Hürde bietet, dass man sagt, okay, ich befasse mich damit, worum geht es eigentlich bei der Technologie? Es geht ja auch um, es ist ja auch ganz viel Philosophie dahinter, es ist Marktpsychologie dahinter, wenn man jetzt von der Investmentseite her denkt. Es geht um die Projekte, die dahinter sind, wo ich sage so, boah, cool, was machen die? Wie lösen die reale Probleme in unserer Welt? Und wenn wir da so ein bisschen mehr reingehen, dass wir sagen, hey, wir kommen gar nicht so sehr vom technologischen Ansatz her, das ist dann vielleicht, das kommt so dann so mit der Zeit, sondern ich begeistere über ein Projekt, na, beispielsweise eben auch Vivi von Ecomi, dann kann ich mir gut vorstellen, dass ja, Krypto-Blockchain massentauglicher wird. Das ist ein weiterer Grund, den ich auch sehe. Und dann werden auch andere Menschen, die sagen, hey, ich gehe weg. Also es geht mir nicht nur um den technologischen Ansatz, sondern es geht mir wirklich um den Use Case, den Krypto bietet.
dann kommen vermutlich auch mehr Frauen und auch andere Menschen. Was denkst du, könnte man da vielleicht aktiv tun? Wäre das einfach nur Content kreieren auf YouTube, so wie du es zum Beispiel machst, als Frau sozusagen einfach natürlich, ja, vielleicht auch mehr Frauen einfach ins Boot zu holen und zu zeigen, hey, im Prinzip ist es jetzt nichts nur, was irgendwie nur die Männer machen und was nur irgendwie Männer interessiert. Was denkst du, könnte man da irgendwas aktiv vielleicht auch tun, um die Community einfach breiter aufzustellen, was das Ganze angeht? Weitermachen. Das, was wir jetzt machen, das betrifft nicht nur Frauen, sondern es geht darum, ich möchte einfach alle Menschen, die sagen, hey, ich möchte von Krypto was verstehen, ich möchte da was wissen, für die sind wir da. Dafür gibt es YouTuber, dass sie sagen, wir öffnen euch Türen und Tore. Letzten Endes müsst ihr eure eigene Recherche machen, müsst ihr herausfinden, was begeistert euch persönlich. Und wir sind da, um zu sagen, zu helfen, zu sagen, hey, das sind vielleicht die anderen Informationen. Das kann Krypto bieten. Schau, wo vielleicht findest du dich irgendwo. Diese Sparten hat Krypto. Und ich denke, das Beste, was wir jetzt tun können, ist zu sagen, wir bereiten alles vor, dass wir das Verständnis vermitteln, dass wir, du brennst für ein Projekt, du bringst es weiter, du erreichst damit andere Menschen, du wirst damit Frauen erreichen, du wirst ja Familien erreichen, vielleicht eines Tages und auch ältere Menschen von einer so jungen Technologie faszinieren. Ich glaube, was Besseres können wir gar nicht machen. Das ist zumindest das, was wir überhaupt dafür tun können. Kann ich absolut nur zustimmen. Also ich denke, du wie auch ich bereiten uns da vielleicht auch schon so ein bisschen drauf vor. Wahrscheinlich unterschiedlich. Aber kommen wir mal zu einem, ja, um das mal ganz kurz hier wirklich an dieser Stelle ziemlich hart abzubrechen, das ganze Thema. Was sind deine persönlichen Krypto- bzw. vielleicht auch NFT-Favoriten? Also jetzt mal so, vielleicht nicht nur Vivi. Ich weiß jetzt nicht, wie du anders aufgestellt bist. Ich meine, es gibt ja noch die ganzen OpenSea-NFTs und Solana-NFTs. Um vielleicht mal anzufangen, was sind deine Krypto-Favoriten? Sagen wir mal Top 5 oder Top 10. Top 5, Top 10. Sagen wir Top 5. Also, wer mich kennt, der weiß, dass mich einfach unglaublich viel begeistert, weil es mir darum geht, zu vermitteln, wie schon jetzt ganz, ganz oft erwähnt, es gibt so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Das eine ist eben der Bereich NFT. Im Bereich NFT bin ich tatsächlich wirklich unglaublich ja, favorite bei Ecomi, bei Vivi. Und das ist auch tatsächlich eins unter den Top 5 von meinen NFT-Projekten. Ich bin ansonsten tatsächlich weniger in NFT Projekte investiert und halte auch sehr viel von Quant, Thema Interoperabilität. Dann, wenn wir Thema Daten weitergehen, Constellation, DAG, gerade auch, wenn es in Web3-Projekte geht. Was haben wir noch? Top 5 XRP auf jeden Fall auch von mir. Bin ich ein großer Fan davon. Es gibt so viele spannende Projekte, IOTA, HBAR, na, das sind einfach Utility-Projekte, wo ich persönlich sehr viel davon halte. Was man natürlich ganz klar sagen muss an der Stelle, ne, das sind natürlich nur ihre Projekte, in die sie investiert, wenn ihr dort auch investieren wollt. Ich glaube, du hast ziemlich viele Videos auch zu den Coins, die du jetzt gerade aufgezählt hast. Schaut sehr gerne mal auf dem Kanal von ihr vorbei. Dort findet ihr auf jeden Fall ziemlich viele auch sehr informative Videos. Also das sind nicht mal 5 Minuten, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, das ist eine tolle Kryptowährung und so weiter, sondern wirklich tiefgreifendes Wissen, was auch da mal ein bisschen länger ist. Aber ich denke, das ist es wert, auf jeden Fall dort dann wirklich auch zu verstehen, was ist denn das Ganze überhaupt. Und du hast gerade schon, wie gesagt, kurz was angesprochen und das ist ja das Hauptthema auf meinem Kanal und deswegen bist du ja auch heute hier. Ja, das Thema Vivi NFTs im Prinzip. Wie bist du? Fangen wir erstmal vielleicht bei Ecomi an, weil du gerade gesagt hast, Ecomi bist du ja auch investiert. Wie bist du überhaupt zu Ecomi gekommen und warum fasziniert dich das Ganze so extrem? Also der Omi-Token speziell an dieser Stelle. Also, wenn wir jetzt gerade bei Ecomi Vivi bleiben, interessiert mich mehr als Vivi tatsächlich Omi, der Omi-Token. Das Schöne ist ja, dass das alles miteinander greift, weil vielleicht jetzt, ich denke, jeder, der dich auf dem Kanal verfolgt, weiß so, um was es geht. Ecomi ist ja das Unternehmen und Vivi ist ja ein Produkt, eine Plattform von Ecomi. Und der Omi-Token hat eben eine riesengroße Utility für die Vivi-App, sprich, hat Vivi eine große Anwendung? Ist es auch für den Omi-Token interessant? Ein NFT-Fan muss sich nicht zwangsläufig mit Omi beschäftigen, er kann aber, sodass es wirklich so ein Wechselspiel ist zwischen dem eigentlichen Produkt Vivi, was ja an und für sich eh schon mega cool ist, und dem Omi-Token. Und bei mir stand vorrangig, ich habe mich tatsächlich im Rahmen meiner Recherche eben, bin ich auf
Vivi beziehungsweise eben Ecomi gestoßen und habe dann mich entschieden, ein Video darüber zu machen. Und habe mich in der Zeit, wo ich mich immer mehr damit beschäftigt habe, immer mehr, ja, sowohl mit der App angefreundet tatsächlich, aber noch viel mehr mit dem OMI-Token, weil die Utility einfach so, ja, so gigantisch ist, weil OMI läuft nicht ohne, Vivi läuft nicht ohne OMI. Und ja, das war für mich tatsächlich so, wo ich gesagt habe, ja, OMI interessiert mich, ich möchte da weitermachen. Also das heißt, du bist im Prinzip über Recherchen einfach, was NFT-Coins und so weiter, Kryptowährungen angeht, bist du einfach zufällig drauf gestoßen oder wie kann ich das verstehen? Genau, also ich schaue tatsächlich randommäßig, welche Projekte interessieren mich. Ich habe auch tatsächlich in einer NFT-Kategorie nach Projekten gesucht, um einfach auch ein NFT-Projekt beispielhaft auf dem Kanal zu zeigen. Bin dann auf Ecomi gekommen und ja, es ist ja noch so wenig tatsächlich, es ist auf der einen Seite so viel passiert, aber es wird noch so viel mehr passieren bei Vivi, bei der App an und für sich. Und mich haben als OMI-Halter haben mich einfach verschiedene Aspekte interessiert. Das eine war, dass das Ecomi-Unternehmen tatsächlich gar nicht so sehr abhängig ist von dem OMI-Preis, also dass sich einfach die Vivi-App ganz von selber trägt. Da geht es um die NFTs und die werden schon verkauft. Die werden schon seit 2 Jahren verkauft. Die App gibt es aber noch nicht lange und die ist noch nicht mal Mainstream gegangen. Und das andere ist, dass die Utility von OMI schon vor 2 Jahren, vor Beginn schon so groß war und immer noch, also es kommen ja noch viel mehr Programme dazu, das weißt du, weißt vielleicht auch sogar detaillierter als ich, dieses ganze OMI-Utility-Programm, das Master-Collector-Programm. Es wird immer mehr gamifiziert, wir haben dieses Metaverse, das Viviverse, was dann hoffentlich nächstes Jahr endlich live geht und all das führt dazu, und jetzt bin ich wieder von der OMI-Sicht, dass diese Plattform Vivi wächst auf der einen Seite und die Utility von OMI steigt, weil mit jedem Verkauf von diesen NFTs, von diesen Sammlerstücken, das ist ein anderer Gedanke, mit den Sammlerstücken wird OMI verbrannt. Und das ist für mich persönlich, wo ich sage, unglaublich spannender Burn-Mechanismus. Und ja, das hat mich einfach unglaublich begeistert. Jetzt nur von der OMI-Seite. Von der Vivi-Seite fand ich es unglaublich interessant. Zum einen das Team hinter Ecomi, das andere die NFTs an und für sich selber. Das ist der Unterschied, weil du vorhin gefragt hast, ob ich noch andere NFTs habe auf OpenSea. Das ist tatsächlich nicht so, weil für mich der Unterschied zwischen Vivi und normal irgendwelchen Bildern auf OpenSea NFT, Bildern auf OpenSea, der besteht, dass dass Vivi einfach Lizenzen hat. Und das macht aus einem normalen NFT-Bild ein Sammlerstück, ein Collectible. Weil Sammler gibt es schon seit jeher. Wir sind einfach Jäger und Sammler gewesen. Und ja, dass so alte Comics aus den 30er Jahren wiederbelebt werden, dass sich das Medium ändert, die Art, wie ein Sammlerstück uns weiter begleitet, jetzt eben als NFT zur Verfügung steht, das halte ich einfach bei Vivi für einzigartig. Das hat mich begeistert. Ja, man muss ja auch ganz klar sagen, diese Weiterentwicklung, die du gerade angesprochen hast, da gibt es eine ganz gute Serie auf Netflix, ich weiß nicht, ob du die vielleicht gesehen hast, und zwar heißt sie nämlich Spotify. Und da wird im Prinzip der Aufbau von Spotify im Prinzip gefilmt und nachvollziehbar dargestellt. Und das ist auch ziemlich interessant, weil Spotify war im Prinzip so die erste Anwendung mit Lizenzen, kann man so richtig sagen, also von den ganzen Firmen und so weiter, die dann halt wirklich die Musik dort anbieten konnten. Davor gab es irgendwie Pirate Bay oder sowas, das war so eine illegale Plattform und das kann man tatsächlich, also finde ich persönlich ziemlich gut damit vergleichen. Pirate Bay ist so ein bisschen Open Sea, das ist so alles wirklich Wild Wild West und Vivi ist so im Prinzip das Spotify und im Prinzip geht es ja darum, Sammlerstücke zu digitalisieren. Das gleiche hat der Spotify genauso gemacht. Sie haben einfach Musik, was man davor auf Schallplatten hatte, auf CDs, wollten sie halt einfach digital bringen. Und das gleiche ist im Prinzip bei Vivi der Fall. Und das ist natürlich ein revolutionärer Schritt, muss man wirklich sagen, den du gerade auch angesprochen hast, mit den Lizenzen. Dass es halt einfach nicht irgendwie ein Screenshot ist oder sowas, sondern dass es halt zum Beispiel auch 3D-Collectibles sind. Dass es Bilder sind von Künstlern und das wirklich nachweislich nachvollziehbar ist, dass es auch von diesem Künstler ist. Kommen wir noch mal ganz kurz zurück, um das Thema OMI-Token vielleicht abzuschließen. Wie viel OMI-Token hältst du so in etwa, wenn du das sagen möchtest natürlich nur? Und was ist da dein persönlicher Anlagehorizont? Hast du da irgendwie ein Ziel oder sagst du,
Okay, ab 1 Dollar, da stoße ich dann alles ab und mache mich aus dem Staub oder wie hast du da eine Strategie hinter? Ich möchte nachhaltig investieren. Mich persönlich begeistern einfach viele verschiedene Kryptoprojekte und mir ist bewusst, dass wir aktuell noch unglaublich am Anfang stehen, dass eben Projekte wie Vivi sagen, ich mache sowas massentauglich, das ist klar. Von daher kann ich auch, spiele ich auch auf jeden Fall mit dem Gedanken, dass es sein kann, dass ja, bis mal, wenn wir nur von der preislichen Thematik ausgehen, sowas sich über mehrere Jahre hinzieht. Ja, Anlagehorizont konkret habe ich jetzt nicht vor, in den nächsten Monaten irgendwas zu verkaufen. Wenn es irgendwas sein sollte, dass der Preis nach oben gehen sollte, explosionsartig in den nächsten Jahren, dann kann es vielleicht mal sein, dass ich einen kleinen Teil abverkaufe, einfach um zu leben. Natürlich, ja, aber ist nicht geplant. 5 bis 10 Jahre möchte ich auf jeden Fall davon Teile behalten. Wer weiß, vielleicht länger. Vieles hängt eben von der Entwicklung ab. Und das ist für mich tatsächlich eher sekundär, weil ich sage, das ist ja unglaublich viel Potenzial. Einfach eine super tolle Idee. Das ist ein mega, mega Team, die sowas einfach fördern. Und ich stehe dahinter. Sehr schön, Dankeschön auf jeden Fall für das Statement dazu. Und komm jetzt, also Omi, schließ mal jetzt an dieser Stelle mal ab. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall jetzt alles erstmal besprochen, was es zu besprechen gibt. Kommen wir wirklich jetzt auf das Hauptthema Vivi. Vivi NFTs, du hast schon gerade ein bisschen was dazu gesagt. Wie bist du persönlich darauf gekommen? Über Ecomi dann? Oder habe ich das so richtig verstanden, ne? Okay, dann Genau. wie viele NFTs hältst du denn so in etwa? Bist du schon irgendwie bei 500 Collectibles oder bist so ein kleiner Fisch, der einfach so ein bisschen ab und zu mal das kauft, was er wirklich mag? Ja, bin ein kleiner Fisch tatsächlich in dem Fall. Mich hat ihn Omi tatsächlich interessiert und ich habe für mich so dieser Gedanke, NFT-Plattform für Sammler verschiedenster Arten. Von Comics hin bis zu über Heldenfiguren, Medienbranche, Marken gibt es ja überall in verschiedenen. Wir haben Automobilbranche beispielsweise, sind ja auch unglaublich viele Marken dahinter. Du hast es vorhin angesprochen, Künstler. Der ganze Designermarkt und Künstlermarkt ist ja noch absolut unerschlossen, was Digitalisierung angeht. Und das ist so der, ja, das sind die Brennpunkte gewesen, wo ich gesagt habe, mich interessiert grundsätzlich einfach mal das Produkt Vivi. Natürlich ist es dann so geworden, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, war es halt so, dass ich das ein oder andere Mal bei einem Drop mitgemacht habe, geguckt habe, ja, vielleicht bekomme ich irgendwas, was mir Spaß macht. Ich wollte beispielsweise bei den Golden Moments ursprünglich ja, die Elsa haben, hat nicht geklappt. Ich habe jetzt, ich glaube, neulich mal reingeguckt, um die 50 Collectibles, bunt gemischt, ein paar Comics, ja, ein paar Figuren. Ist für mich tatsächlich eher sekundär, ob das jetzt seltene oder ja, Common NFTs und genau. Das heißt, du sammelst im Prinzip so wirklich, was du magst. Was ist denn der Teil so, den du magst? Ist es mehr kunstbasiert? Ist das so eher in die Richtung Marvel, Star Wars oder ist das so völlig die Reihe durch? Völlig unterschiedlich. Ich habe da, wie gesagt, überhaupt nicht drauf geachtet. Es hat sich ergeben, manchmal habe ich wirklich mitgemacht. Was mich besonders begeistert hat, so wie mehr ich mich damit befasst habe, ist gerade dann, wenn eine Marke wie dein Beispiel Walt Disney oder Coca-Cola gesagt haben, wir machen Rebranding von einem alten Sammlerprodukt, von einem Collectible und bringen das auf Vivi parallel rauf. Beispiel, wie gesagt, Golden Moments, ich habe schon angesprochen. Das wird einfach mit einer Geschichte verbunden. Ich glaube, Mickey Mouse, 65. Geburtstag und die haben dann diese Partnerstatue als NFT rausgebracht. Das war für mich einfach so, ich verbinde damit eine persönliche Erinnerung, eine Geschichte. Von daher war es für mich wert, bei diesem Drop mitzumachen. Ein anderes Beispiel, eben Coca-Cola. Die Geschichte fand ich interessant, dass eben, es gab ja diesen Starlight-Drop und ja, auch da wieder, es wird Historie verbunden mit etwas, was schon da war. Es wird erfolgt ein Rebranding und die Marke sagt, hey, ich möchte das als digitales NFT herausbringen und wieder an die Leute tragen. Das fand ich zum Beispiel auch super interessant. Ja, ansonsten, ich hoffe vielleicht, ich weiß ja nicht, wie die Gerüchteküche so ist und ob du da mehr weißt als ich, würde Pokémon rauskommen, würde ich tatsächlich auch bei dem einen oder anderen Drop mitmachen. Ja, also Aber suchen tun wir es nicht. dazu kann ich eigentlich nur so viel sagen. Also ich persönlich gehe eigentlich davon aus, dass wir zu 99,9% Pokémon haben. Es gab schon mehrere Hinweise, muss man so sagen. Und auch so wie David und auch Dan, also die
beiden, also der CEO David und der COO Daniel Crothers, auch immer so reden, fühlen sie sich doch ziemlich sicher. Ja, also meiner Meinung nach gibt es diese Lizenz definitiv schon auf Vivi. Wir haben ja sowieso insgesamt über 250 Lizenzen auf Vivi. Davon wissen wir, glaube ich, gerade einmal in etwa 150. Also da fehlen noch 100, die wir noch nicht wissen. Und darunter wird wahrscheinlich dass dann auch... nächstes Jahr rauskommen? Also dass das Pokémon nächstes Jahr rauskommen wird? Was meinst du? Schwierige Frage. Also es hängt ganz davon ab, denke ich, auch wie der Markt sich entwickelt. Also wenn wir jetzt nächstes Jahr, sagen wir es mal so, den nächsten Bullrun sehen könnten, dann würde die Wahrscheinlichkeit, denke ich, steigen, weil ich denke, dass sie nicht Pokémon droppen werden, wenn wir gerade im tiefen Bärenmarkt sind. Das macht einfach keinen Sinn. So, aber wenn natürlich dann wieder die Leute Geld haben, es der Wirtschaft wieder besser geht, wir einen Aufschwung erleben, dann ist es natürlich eine super, dann ist es halt einfach ein super Boost, wenn du dann halt plötzlich die Lizenz Pokémon droppst und damit Pokémon-NFTs da sozusagen aufkommst, da werden Millionen Leute mit dazu kommen und das wird halt die App einfach, ja, hochkatapultieren wie sonst was. Und deswegen, also ist, glaube ich, ganz, ganz abhängig davon, wie sich auch der ganze Markt entwickelt. Also ob wir das jetzt nächstes Jahr sehen oder auch ob erst übernächstes Jahr. Mir persönlich ist es egal, es wird kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber ich weiß auch, dass viele Leute, so wie du auch tatsächlich da sind und sagen, also Pokémon, das würde mich definitiv überzeugen. Also da bist du tatsächlich nicht allein. Das ist ganz interessant zu sehen, wie viele Leute da doch auf Pokémon sind. Bist du da so in der Pokémon, mit Pokémon groß geworden oder wie kommt das, dass du da so Pokémon-affin bist? Ich würde es nicht sagen, ich bin ein riesengroßer Fan. Wie gesagt, mich hat tatsächlich das Sammeln wirklich, ja, in zweiter Linie interessiert. Aber ich muss echt sagen, ich habe wirklich als Kind früher mal die ein oder anderen Pokémon-Karten von meiner Oma bekommen. Und wenn ich jetzt eben mir vorstelle, dass sowas als NFT rauskommt und dann da ein Pikachu in meinem Wohnzimmer steht, denke ich mir, okay, da muss ich doch das ein oder andere Mal versuchen, dass ich mitmache. Einfach, weil ich damit doch die ein oder andere Erinnerung verbinde. Und das ist ja das, wo ich sage, so deswegen halte ich Vivi einfach auch für echt genial, dass, ja, dass man aus etwas, was es schon gab, wo wir einfach Emotionen verbinden, ein NFT daraus macht. Das gibt einfach einen gewissen Wert und ja, so wirst du zum Sammler. Also aus mir, ich war vorher nicht derjenige, der gesagt hat, ich stelle mir alles in mein Wohnzimmer rein, aber wenn ich jetzt so da mitmache und dann spielst du in der App rum, das ist dieser Gamifizierungseffekt, der da einsetzt, du merkst so ein bisschen, wie du mitgenommen wirst auf die Reise und ja, das Team David Hugh, der steckt auch einfach extremst an und genau, deswegen, ich hoffe, dass die Lizenzen dafür da sind schon bereits, dass da noch einiges passiert nächstes Jahr. Ich glaube, Massenmarketing soll auch starten. Da sind wir sowieso schon früh dran. Und ja, Vivi läuft bereits, das ist auch gesagt, die machen unglaublich viel bereits an Umsatz. Die haben ja auch den Award abgesahnt 2022 dieses Jahr. Also die interessiert es nicht, ob jetzt aktuell Bärenmarkt ist, jetzt nur von dem Thema Finanzierung, jetzt mal wieder bei Omi, ich weiß. Aber das hängt auch alles mit der Vivi-App zusammen, was dann rauskommt an Lizenzen, an Produkten. Die sind nicht daran gebunden, in welcher Situation wir uns aktuell befinden. Es geht nur darum, ja, kann die App die ganzen Nutzer beispielsweise dann bei einem Massenmarketing, ja, bedienen? Kann das alles funktionieren? Und welche Lizenzen sind die ersten, die dann mit dem Massenmarketing rauskommen? Das wird super spannend. Ich denke, es werden viele asiatische Lizenzen tatsächlich auch mit dazukommen. Also es wird ja davon ausgegangen, dass wir auch relativ viel in der Richtung Musik sehen könnten. Und was das Thema jetzt gerade so mit dem Sammeln angeht, was du auch gesagt hast, das ist bei mir tatsächlich das Gleiche. Also man sieht es vielleicht hier oben schon so ein bisschen. Für die Leute, die es auf Spotify hören, sehen das natürlich nicht. Aber für die Leute, die es jetzt hier auf YouTube sehen, man sieht es hier, glaube ich, hier hinten so ein bisschen. Also ich habe da Comics, paar kleine Collectibles auch. Paar Sachen auch tatsächlich von der Decon, die man so als Geschenk bekommen hat. Also für mich persönlich ist es halt auch so, natürlich, wenn du, ne, Star Wars zum Beispiel sammelst, ich verbinde super viel mit Star Wars, du hast diesen emotionalen Catch und das ist, glaube ich, das, was Vivi an dieser Stelle so besonders macht. Und wenn du diese Leute halt bekommst, die dann halt auch so emotional gecatcht sind, wie du und ich zum Beispiel, dann hast du da natürlich echt sehr, sehr gute Chancen und ich denke, das ist tatsächlich auch so ein bisschen der Weg, der einfach gegangen wird, um halt einfach die Leute dort abzuholen, einfach dadurch, dass sie was Emotionales damit verbinden, natürlich dort dann auch wirklich einen Wert drin sehen. Und Digitales hat meiner Meinung nach definitiv Zukunft. Kommen wir
Ganz kurz nochmal auf den Punkt zu sprechen, hast du irgendwelche Collectible-Favoriten oder Comic-Favoriten, beziehungsweise auf was spezialisierst du dich an dieser Stelle dort so ein bisschen vielleicht? Habe tatsächlich keine Favoriten. Mich begeistert wirklich am meisten dann, wenn ein NFT rauskommt, wo ich sage, kenne ich entweder aus meiner Kindheit oder ist einfach eine extrem coole Geschichte im Hintergrund. Wie beispielsweise, ich habe das mir gerade gezeigt, die Marvel-Comics im Hintergrund. Ich meine, wenn man sich überlegt, die kamen von über 80 Jahren raus. Das erste Mal, du hast ein Blatt Papier vor dir gehabt und du hast sowas gelesen und jetzt kommt sowas als NFT raus. Das ist für mich, wo ich sage, ah, interessant. Wenn eine Geschichte dahinter ist, jemand sagt, okay, beispielsweise, ich habe es schon vorhin erwähnt, Starlight, dass Astronauten ins All geflogen sind, um dann die erste Coca-Cola zu testen und dann kommt das als NFT raus. Das ist für mich einfach so, wow, cool, da ist eine Geschichte dahinter gewesen. So entstehen bei mir die Favoriten. Ich habe tatsächlich jetzt nicht das ein oder andere, wo ich sage, das ist meine Lieblingsmarke. Okay. Außer gut zu wissen, also dass du tatsächlich da jetzt nicht so differenzierst. Sehr interessant. Wie schätzt du denn aber so generell Vivi und Nekomi ein? Du hast es, glaube ich, schon öfters erläutert und ich glaube, es ist klar rausgekommen, dass du auf jeden Fall hier die Zukunft bei Vivi siehst und auch ja, sehr positiv einfach auch betrachtest. Was denkst du, wo könnten wir so in 5 Jahren stehen? Haben wir da vielleicht schon 20 Millionen User oder noch mehr? Was ist so vielleicht dein persönlicher Gedanke zu dem ganzen Thema? Also wünschen, dass wir möglichst viele User bekommen, das wünsche ich mir natürlich, weil einfach je mehr Nutzer, desto höher ist der Netzwerkeffekt, ja, desto wertvoller wird das, desto mehr werden andere Marken auf die Vivi-Plattform aufmerksam und werden sagen, hey, ich möchte da mein NFT platzieren, desto mehr Nutzer wirst du wiederum anziehen. Also es wird so ein Wachstum werden, den ich mir wünsche. Wissen tue ich es natürlich nicht. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wir, wenn jetzt die nächstes Jahr mit dem Massenmarketing beginnen und ja, angenommen, wir haben jetzt, wir überbrücken jetzt den Bärenmarkt ein bisschen, dass wir in den nächsten 2, 3 Jahren, dass es vielleicht tatsächlich gang und gäbe wird, dass ein Unternehmen sagt, du pass auf, wir bringen jetzt hier nicht digital, du kannst dir das PDF runterladen, sondern hol dir das NFT über Vivi. Ich glaube, dass auch gerade eben Unternehmen wie Walt Disney, wie Lizenzen von Star Wars, Marvel und so weiter, dass die ganz klar auch dahinter stehen und das Ganze auch so ein bisschen forcieren werden, sodass wir als Nutzer unbewusst mehr mitgenommen werden, dass es selbstverständlich wird, irgendwann NFT über eine App herunterzuladen, als jetzt zu sagen, okay, ich muss mir das irgendwie online sonst wie kaufen. Ich glaube, da geht die Reise hin, von daher bin ich gespannt. Sehe da auf jeden Fall, also ich wünsche es mir, wissen tue ich es nicht, aber ich sehe das persönlich sehr positiv, was da in nächster Zeit passieren wird. Wir hatten das Viviverse gerade schon ein bisschen angesprochen. Wie stehst du zu dem ganzen Thema Metaverse und Viviverse? Ich finde ja tatsächlich, dass Vivi so ein bisschen einen anderen Weg geht. Also beziehungsweise so halt, weißt du, so Showroom halt einfach nur zu machen und dort dann sozusagen seine Collectibles rein zu platzieren. Sich im Prinzip sein eigenes Zuhause im Prinzip zu gestalten und dann noch zum Beispiel Freunde einladen kann und so weiter und so fort. Wie stehst du zu dem ganzen Thema generell und wie siehst du das bei Vivi? Also, ich finde das mega cool. Grundsätzlich einfach mal der Gedanke, dass du sagst, ich betrete über VR eines Tages meinen persönlichen Showroom, setze mich dahin und neben mir stehen meine Lieblingsfiguren und schaue dann auch noch in dem Metaverse YouTube an, als Beispiel. Und diesen Gedanken zu sagen, so, das ist für mich eine Welt von unglaublich viel Fantasie und Möglichkeiten und jetzt kommt es wieder. Dass der Viviverse versucht, ein Metaverse für Metaverses in dem Bereich, also aller möglichen NFT-Sammlungen zu werden. Also sprich, ich bin gar nicht gebunden, ob ich jetzt sage, nur weil ich jetzt, wenn ich auch nicht mal Vivi sammle, möchte ich trotzdem aber in dieses Viviverse rein. Und das wird ja hoffentlich möglich sein. Und deswegen finde ich das so cool. Ich finde es schön, dass so ein Metaverse entstehen kann, dass Menschen damit begeistert werden und dass es so eine neue Ebene der Interaktion ist mit einem NFT. Und ja, das sehe ich tatsächlich auch als Use Case an. Ja, für die Leute, die jetzt nicht genau wussten, vielleicht, was Miss Crypto damit meinte, dass man im Prinzip auch andere Projekte dort mit einbeziehen darf,
Vivi hat das so gestaltet, beziehungsweise wird das so gestaltet, dass du sozusagen auch als normaler NFT-Benutzer oder Nutzer sozusagen auf Ethereum, sei es du hast deine NFTs auf OpenSea, dass du die sozusagen auch mit einbinden kannst in das ganze Metaverse und wahrscheinlich auch von Polygon, Solana und so weiter und so fort. Also im Prinzip, dass das komplett offen gestaltet ist für jeden, der irgendwie NFTs reinbringen möchte. Der Markt ist natürlich ausschließlich noch für die Brands und Lizenzen. Natürlich, aber dass du einfach deine Collectibles oder deine ja, NFTs im Prinzip auch mit in den Showroom nehmen kannst, ist halt schon, muss man sagen, ein sehr, sehr cooler Move. Und ich denke, das wird tatsächlich auch das Viverse an dieser Stelle sehr besonders machen, was du ja auch gerade schon angesprochen hast. Und ich glaube tatsächlich, das ist ein sehr schöner Abschluss an dieser Stelle. Wir haben über ziemlich viel geredet und ja, mich hat es auf jeden Fall sehr gefreut, dass du hier warst und heute mit mir hier dieses sehr schöne Gespräch geführt hast. Schaut, wie gesagt, auf jeden Fall sehr gerne bei ihr auf dem Kanal vorbei. Sie macht ziemlich coolen und interessanten Content, muss man wirklich sagen, sehr ausführlich. Und in dem Sinne bedanke ich mich bei dir da draußen. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung, Simon. Hat mich Sehr gerne. gefreut. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall da draußen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Vielen Dank, dass ihr den Podcast angehört habt und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video bei mir. Bis dann, euer Captain. Ciao, ciao. Tschüss.